Hallo und herzlich willkommen hier bei MLB 2K11 mit mir, Ingo Weber. Und heute wieder ein neues Spiel. Wie man sieht, beim letzten Mal leider verloren, weil ich habe ja auch den Schwierigkeitsgrad ein wenig erhöht auf schwer. Und heute spielen wir gegen die Detroit Tigers. Wenn ihr, sagen wir mal, den Film aus Liebe zum Spiel kennt, dann werdet ihr auch die Mannschaft, denke ich mal, kennen. Weil das war doch mit Kevin Costner so ein Film. Der hat ja auch bei den Dings gespielt, bei den Detroit Tigers, glaube ich. Geübt im Schlagen habe ich ein wenig. Mal gucken, ob ich es umsetzen kann. Naja, jetzt noch nicht. mal gucken. Fuck, ey. Das wäre natürlich richtig scheiße, wenn ich jetzt nur noch verlieren würde, nur weil ich jetzt auf schwer gestellt habe. Das wäre natürlich richtig kacke. Aber ich bemühe mich und versuche, doch das Beste rauszuholen. Wow. Ja, komisch aus. Und wir sind natürlich noch immer im Spring Training. Ja, jetzt komm, mach weiter, ey. Ich will das nicht sehen. Das ist peinlich. Gut, bei mir sind auch viele krank in der Mannschaft, muss man auch mal gucken. Geht doch. Wenigstens einen auf 1 bekommen. Jetzt fehlt nur noch der Rest, ne? And it's Alex Rodriguez now. And the biggest thing with A-Rod coming to the New York Yankees was Nein, bleib da. Genau. I think he's answered those questions. Weil das schafft man sowas von selten. In so einer Situation. Da sollte man es lieber lassen. I think he's answered the questions. Yes, he can handle. Pull one. Guys, what John was talking about with A-Rod, I want to see how he responds to playing in the Big Apple. He had almost 300 at Yankee Stadium, 254 on the road. You know, I think people don't really understand how difficult it is to play in New York City. Alter, Vater. Man merkt schon, dass man einen Schwierigkeitsgrad hochgestellt hat, weil jetzt versuchen sie auch andere Sachen, zum Beispiel halt hier, dass dass ich jetzt einen Base stehle, also Steal, und mache ich aber nicht. Ich habe da keine Lust drauf. Irgendwie da irgendwas doch zu reißen. Oh, scheiße, jetzt komm. Jetzt macht er bestimmt den Ball rein. Ja, geht doch. Ein Walk. Ich habe keine Ahnung, was mit dem los ist. Ob er überhaupt Bock hat zu werfen, da sieht so gelangweilt aus. Guck! Also, naja, ist ja nur besser eigentlich für mich, ne? Warum habe ich denn einen aus? Ach, schon der erste, ja, Brad Gardner. Der wurde ja ausgemacht. Ne, doch nicht. Oder? Nee, doch, klar. Doch. Jetzt war ich gerade ein bisschen irritiert. Ich dachte so, hä? Scheiße. Okay. Boah, ey. Wie die Bälle da reinbumsen, ey. Um das mal so wirklich mal ein bisschen hart auszudrücken. Scheiße. Our state farm leaderboard looking at the teams leading the league in slugging percentage from last year. Number one, the Blue Jays, the Red Sox in second, third, the Yankees, the Twins fourth, and ich achte jetzt mal lieber auf den Ball ein bisschen mehr. Well, anybody can be pitched, weil the problem is with this team, one of the a smash between Nein! Scheiße, ey. Ah, das wäre so schön gewesen. Scheiße. Naja.
Steve, what's he going to be conscious of now as he looks at this Detroit lineup? Sergio Mitre is a sinker slider pitcher on the mound, a guy who tries to move the ball in both directions just to keep it off. So, nochmal ein Two-Seamer. Kriegst du. Hast es zwar schon, aber egal. Boah, nein, die mag ich ja gar nicht, ey. Muss man echt gut mit dem... Lauf hin! Foulball! Ja, und jetzt ein Fastball, so richtig schön da reinhämmern. Versuchen's mal. He sends this one in the air towards center. Ah, das ist doch ein Scheiß. Yo, jetzt zeigen sie den Schlag. Hallo, was war denn da dran besonders, hä? War doch jetzt dran besonders. Oh, doch. Ab nach zwei. Genau, zack, gesichert. Kann man erstmal nichts mehr machen. Jackson, Ordinez, Cabrera. Den kenne ich auch irgendwo her. Team because of the multiple positions he can play. Oh, and Jackson's gonna run. Strike one! Ach, kacke, ey. And he's in there at second base. Aber geile Kameraführung. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Sah gut aus. Strike two! Two strikes on him now. Cabrera needs to be protective of that zone. Na, da guckst du, ne? Da guckst du. Nee, da hab ich jetzt keinen Bock drauf. Ich mach lieber mal einen Slider. Weil so öfter man so Würfe hintereinander macht, irgendwann gewöhnen die sich auch da dran. Dann schlagen sie auf jeden Fall. Also man muss immer so ein Mittelmaß finden zwischen den einzelnen Würfen. Und dann gibt es auch kein Problem. Guck, wie oft ich jetzt den Two-Seamer schon mache. Gut, jetzt ist wieder ein neuer dran. Der muss sich auch nicht mal dran gewöhnen. Aber beim nächsten Mal, wenn er wieder an Schlag dran kommt, dann ist es dann schon ein bisschen, dann gewöhnt sich der Computerspieler da dran. Und das ist dann nicht gut. Zum Beispiel, wenn ich jetzt nochmal mache, mal gucken. Ey, jetzt macht der einen Punkt, Alter. Das gibt's nicht. Scheiße, ey. Da bin ich etwas geplättet, würde ich mal so sagen. Guck, wie oft er den Two-Seamer macht, ey. Das ist doch krank, ey. Fertig! Ein Punkt haben sie geholt. Nicht gut. Boah, was ist mir denn so ein bisschen... verschnupft, ey. Bei so einem schönen Wetter kann man sich doch nicht krank, kann man nicht krank werden, ey. Aber kann auch sein, weil ich gerade erst aufgestanden bin. Ah, scheiße, ey. Bla 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 bla. Sehr schön. Das zweite von Andrew Jones. Hör mal, von den Leuten, von denen man es gar nicht erwartet, machen Homeruns hier, ey. Ich glaub's nicht, ey. Aber wenn er so ein Blödmann wie Derek Jeter, Alex Rodriguez meine ich, der normalerweise der Master of Disaster ist, wenn es um Homeruns geht, in dem Spiel jetzt.
In echt denke ich mal auch, wird auch gut. Verstehe ich das nicht ganz so. Here's the 1-1. Strike two. Das gibt's doch nicht, ey. Ach, nee. Womit habe ich das wieder verdient? Scheiße. Ich habe echt viele krank, ey, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Boah. Was ist denn los, ey? Warum schläft denn jetzt mein Daumen ein, ey? Ah, den brauche ich doch. Scheiße. Ach, mal kurz schütteln, ganz schnell. Ein bisschen durchblutet, aber ah, ich hab den doch. Kacke. Here's the pitch. Also, guter Tipp, wenn ihr das Spiel spielt mit wachen Fingern, ey, gerade mit dem wachen Daumen, ey, den brauchst, ist ja kacke. Ball, Ball, Four Ball. The 1-2 on its way. Ball two. Good eye by Russell Martin stays away and it's even. 2-2. Now the 2-2. Here's a swing and a line drive. Das, boah, ich raff das nicht, ey. Ich habe immer das Gefühl, das ist auch bei FIFA so, dass wenn man desto höher den Schwierigkeitsgrad stellt, desto schlechter wird die eigene Mannschaft im Laufen, in sowas, in allen Sachen. Weil das mit dem Schlagen, ich schlage zwar, ja, also ich betätige zwar den Auslöser, dass er schlägt, aber wie er dann schlägt, ja, ob Doll und sowas, ist ja seine Kraft, die er hat. Jeder Spieler hat eine andere Schlagkraft. Habe ich immer das Gefühl, die geht immer dann, desto höher man die Schwierigkeitsgrad stellt, immer runter. Dass die Mannschaft immer stärker wird, die gegnerische, in Schlagen und so. Und man selber spielt immer langsamer wird, wie bei FIFA. Ey. Dann hat man immer das Gefühl, man schießt langsamer und sowas Sachen. Ey. Das ist mal, ich raff das nicht. Ey. Ah, unnormal, Well, that's a great pitch right there, that hard sinker. He just can't catch up. You're out of sinker. Hä? Ich hab gar nicht geschlagen. Oh, ist doch verarsche, ey. Naja gut, wenigstens 1-1. Wenigstens 1-1. Nur mein verfickter scheiß Daumen, ey. Oh. Warum muss denn immer sowas dann einschlafen, ey, wenn man gerade was macht, ey? Aber anders hinsetzen, aber ich sitze doch ganz bequem, ey. Here's the pitch. He swings now and really hit that. This one towards Granderson. Ich hatte einmal, hatte ich so, da bin ich abends wach geworden oder nachts und hatte plötzlich anscheinend eine fremde Hand im Bett, ey. Oh, alter Vater. Das war heftig, ey. Aufgewacht, ey, und dann lag ich halt die ganze Nacht auf meiner Hand drauf und ist halt eingeschlafen, aber richtig übelst dick, ey. Das war nicht immer so ein bisschen, sondern richtig. Also ich hab's in der Hand genommen, ich so, scheiße, ey. Hab ich dann gegen die Wand geschleudert. Also weggeworfen, die Hand. Ja, und dann irgendwann bin ich ja nochmal wach geworden, dachte mir so, ich hab doch gar kein Fremden hier im Bett, ey. Nur aus meiner eigenen Hand, ey. Das war heftig, ey. Ah, Mann, ey.
There's a prime production opportunity for the Tigers. Oh, jetzt bin ich wieder aufgeregt. Um Mount visited, ey. Oh. It's gonna be Santiago now. 0-1. 0-1-1. 2 hits and 14 ABs last year against the Yankees. Now here's a grounder towards the hole. There's one. Ja, geht doch, ey. Boah, das war geil. Ich konnte gerade nicht sprechen. Ich musste mich gerade halt so, zack. Im letzten Augenblick, ey. Boah, das war knapp. Brad Gardner. First pitch on the way. Ach, ey, wenn ich dann mal, dann krieg ich noch Forwards, ey. Ball! One! Well, any hitting coach will tell you, you can't hit that good high fastball, especially if it's out of the strike zone. It's a pitch you have to lay off of, make him bring it down to give yourself a chance. Ich würde ja mal gerne abends spielen, ey. Aber irgendwie beim Spring Training ist das irgendwie ja, doch nicht so eingestellt, dass es auch mal nachts wird. Scheiße. One out, Curtis Granderson at the plate. Curtis Granderson. An everyday player. Curtis Granderson really does struggle against lefties, and guys, if he wants to become and one of the elite players in baseball, he has to do a better job. Oh, nee. Sehe es schon wieder, ey. Jetzt lass den verfickten Ball mal da hinten, ey. So, nach zwei laufen, los. Und runter. Sehr schön. Sehr gut. Der gefällt mir echt gut, der Spieler. Also die Leistung in den letzten Spielen, die er erbracht hat, war doch überdurchschnittlich. Echt geil gemacht von dem. Ach ja. Oh, ich krieg einen Walk. Die haben keinen Bock, dass ich schlage, weil sie Angst hätten, dass ich jetzt den Ball über der Mauer schlage oder so. Das ist alles taktisch. Oh, jetzt kommt Mark Teixeira. Wäre mal schön, wenn ich mit ihm jetzt mal irgendwas Geiles mache, ey. Mal schön da hinten ins Centerfield baller. Oh. Jo, Centerfield ist es, aber leider das Falsche. Er wird gefangen. Schade. So, Nick, du musst es jetzt reinholen. Scheiße. Ja, so, und du nach 3. Finde ich sogar, du kannst auch noch nach 1 und du nach 2. Ja! Geile Sache von dir. Dafür kriegst du auch einen Keks, ey. Wenn du gleich auf der Bank sitzt. Sehr schön, ey. Dafür kriegst du auch einen Keks. Du magst ja so gerne die Cookies. Achso, ich hatte mal letztens von meinem Bruder die Oreos. Oreos heißen die, glaube ich, ne? Oh, was soll das denn, ey? Hallo? Das Feiglinge, ey. Oder er kann selber auch nicht mehr. Dass er jetzt bloß einen anderen Spieler dran tun musste. Derek Jeter. So, Derek, jetzt komm. Oreos heißen die, glaube ich, ne? Oreos, ja. Boah, sind die ekelhaft, ey. Bah. Aber ich weiß nicht, was da mein Bruder gut dran findet. Zack. Zack. Er läuft doch nach Home, ey.
du blöder Sack. Swisher scores. Sehr gut. 4-1. Also es geht auch im hohen Schwierigkeitsgrad trotzdem die Punkte reinzufahren. Ja. Nur es sind jetzt noch 4 Innings noch vor uns danach, glaube ich. Wie viele Punkte die jetzt noch machen. Ah, schade. Oh, was ist jetzt los? Was ist das denn? Irgendeiner jetzt. Ah. Oh, jetzt gibt es erstmal ein Gespräch von Vater zu Sohn. Hi, Jack. Hi, Father. Hi, Dad. Nee, Dad sagen sie immer. Dad, ich bin, weiß ich nicht. Soll ich Mary heiraten oder nicht? Das musst du wissen, Junge. Aber was würde denn Andy dazu sagen? So sind ja manchmal manche Filme so ausgestattet, ey. Ja, so dumme, richtig blöde Scheiß-Dialoge, ey. Hallo, Dad. Hi, Sohn. Kacke. Kacke, 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 kacke. Naja, ist egal. 4-1. Das sollen sie erstmal jetzt aufholen. Wir müssen jetzt nur gut halt pitchen, dass die bloß nicht gut zum Schlag kommen. Weil dann wäre es vorbei. Ah, heute habe ich einen richtig vollen Terminkalender. Oh, warum, du Pennerkopf, ey? Das rabbe ich, das ist immer so doof, ey. Naja. Heute habe ich einen echten ach, Scheiße. Einen knappen Zeitplan. Ich muss unbedingt alles ganz schnell machen. Ist voll Hammer, ey. Ich lade zwischenzeitlich schon wieder hoch. Und, ich muss nachher um. Muss ich weg. Double Play! Gut, ich hätte normalerweise Zeit, aber ich habe ein bisschen Druck bekommen von meinem Chef, weil ich muss ihm unbedingt Star Wars ausleihen. Und der ist aber nur bis, weiß jetzt gar nicht. Bis wie viel Uhr war der jetzt nochmal? Na, ist ja egal, oder? Was hat er nochmal zu mir gesagt gestern? Scheiße. Ich muss ihm gleich nochmal eine SMS schreiben. Bis so und so viele Uhr nur im Laden drin. Und danach ist er erstmal in der Mittagspause. Bis dahin muss ich alles hier fertig haben. Aufnehmen, konvertieren, hochladen, andere Sachen hochladen. Darum nebenbei lade ich jetzt noch andere Sachen hoch. Weil ich habe gestern Abend keine Lust mehr gehabt, irgendwas zu machen. Irgendwie großartig an Hochladen-Sachen. Darum habe ich alles jetzt auf heute Morgen verschoben. Was ich immer gleich machen muss, ist ein neuen Pitcher, glaube ich. Viertes Inning. Gucken wir mal. Boah. Mein Gott, ey, warum hört das nicht auf mit meinem Daumen, ey? Ah, gar nicht gut, ey. Aber dann gut. Ein Let's Player muss auch mit einem eingeschlafenen Daumen spielen können, ey. Ah, scheiße. Naja. Lifetime number 6 for 13 of the Tigers. Two outs and nobody on.
First count on Granderson. Here it comes. Shot towards the hole. And he gets it down. Eins bleiben, was machst du denn? Ich wollte schon gerade sagen, ne? Mal gucken, ob ich dann heute alles schaffe, ey. Muss komplett alles für heute hochladen noch, ey. Scheiße. Gonzalez sets and throws. Strike one! Wings a little early that time, 0-1. But you can tell the timing way off. Gut, eigentlich darf man so Zeiten Sachen gar nicht sagen beim Let's Play, weil, wenn ich gerade auf Uhr gucke, das, was ich jetzt sage, das Stückchen, seht ihr sowieso jetzt erst am Dienstag. Könnt ihr mir vorstellen, ja, am Dienstag. Und ich spiele aber jetzt am Montag, also ich bin jetzt gerade Montag hier zugange zu zocken. Das ist immer ganz verwirrend ein bisschen. Aber ich hatte halt überlegt, soll ich eine Folge komplett machen? Also sind ja meistens 45 Minuten. Ach, mein Gott, was ist los, ey? 45 Minuten aufnehmen. Komplett und das auch komplett hochladen. Aber da habe ich mich doch gegen entschieden, weil ich dachte mir, mein Gott, 45 Minuten. An jeden Tag aufnehmen. Nein, Scheiße, ey. Ist auch nicht so das Richtige, darum mache ich es immer so, dass ich meistens eigentlich eine Folge sonntags aufnehme. Für Montag, Dienstag, Mittwoch. So, ich habe am Montag, Dienstag meistens frei, dann nehme ich meistens dann dienstags für Donnerstag, Freitag, Samstag auf. Immer drei Folgen. Kriege ich dann raus aus einer. Das ist ziemlich hilfreich. He had great arm motion on that changeup right there, but he left it just a little bit high. Strike one! Strike one! Strike one! Ja. Ich habe mal geguckt im Internet, so die Preise bei einem Baseballspiel, bei einem, sagen wir mal, so ein Endspiel oder sowas. Die Plätze, die hier vorne sind, die man so sieht, ne? Wo die Leute sitzen, die sind schweineteuer, ey. Alter Vater. Ich glaube, über $1,000. And two. Double Play. Wieder eins, ey. Heute habe ich schon ein, zwei, drei Double Plays gemacht. Aber gut. Ist ja nur gut für mich. Ja, ich glaube, es müsste mal ein neuer rein. Ich guck mal kurz. Wen hat, guck mal, wie viele krank sind Burnett, Bregman. Ich glaube, wir hatten schon alle mal dran gehabt, ne? Flip Hughes, ich glaube, die kommen erstmal als nächstes wieder. Nehmen wir mal die Morton. No. Hab jetzt was Falsches gedrückt. Warm-up, jo. Nicht bring in. Right there, Gary. A fastball in the inner part of the plate. So. But if you're looking out over the plate, sometimes it freezes you. That one's drilled to short. Ah, das gibt es nicht, ey. Warum kann er nicht einfach mal mit seinem blöden Scheiß-Typen dann noch weiterlaufen, ne? Aber es ist halt Schwierigkeitsgrad ein bisschen höher. Da muss man auch mehr machen, ne? Strike one! Ich hätte Ancelotti jetzt nicht geschlagen, ne? Strike 2. Boah, der sammelt die Bälle aber schon wirklich sehr gefährlich überall hin. Und ein drittes Strike. Das ist, glaube ich, mein erstes heute gewesen, oder? Komplett drei Strikes. Bei einem. Könnte sein. Na gut. Fünftes Inning in diesem Spiel. Is Mark Teixeira now, well, leading the league in home runs. And Gonzalez's pitch out of the zone. Gary, he can really swing the bat. Just a quality approach at the plate, day in and day out. That consistency is critical to their success.
Nein. Warum denn schon wieder?